Der, der da eben nieste, ist eine der Hauptpersonen in unserer technischen Geschichte. Und er heißt Tobias Findeisen. Und dass er nieste, lag einfach daran, dass er einen Schnupfen hatte. Ja, aber das gehört schon wieder zur Vorgeschichte, die ich ja auch zuerst erzählen muss. Also, Tobias Findeisen, ab jetzt Tobi genannt, war ein Erfinder und wohnte eigentlich in der Großstadt. Er besuchte die dritte Volksschulklasse und machte seine Sache dort sehr ordentlich. Nur beim Gedichtaufsagen war er keine Leuchte. Aber das warf einen Erfinder nicht um, da war anderes schon wichtiger. Ein Erfinder brauchte zum Beispiel immer gute Ideen. Und die fielen Tobi massenweise ein. Dass sich folgende Geschichte überhaupt ereignen konnte, lag einzig und allein daran, dass große Ferien waren und dass Tobis Eltern in einer Erbschaftsangelegenheit für längere Zeit verreisen mussten. So kam es, dass Tobi zu seiner Tante Paula nach Tütermoor reiste. Tütermoor war ein ungewöhnlich kleines Dorf mit saftigen Wiesen, herrlichen Obstgärten und einem vergoldeten Wetterhahn. Außerdem gab es noch eine Schule mit 18 Schulkindern, dazu Enten, Gänse, Hühner, Kühe, Schweine, Hund und Katzen, ein paar Pferde, 7 fette und 2 magere Ochsen und 3 Mäusefamilien mit Kindern, Enkeln und Urenkeln. Tante Paulas Haus war alt, gemütlich und außen von Efeu überwachsen, in dem die Hälfte aller Tütermoorer Spatzen wohnte. Und Tante Paula selbst war eine ausgesprochen prima Tante. Sie zauberte den besten Apfelkuchen auf den Tisch und ihr Himbeersaft verdiente allerhöchstes Lob. Nur vor Schnupfen, selbst dem Kleinsten, hatte sie einen gewaltigen Respekt. Und ausgerechnet den bekam Tobi schon am 4. Tage seines Aufenthaltes in Tütermoor. Selbstverständlich steckte ihn Tante Paula sofort ins Bett. Und weil Tobi daran nichts ändern konnte, tat er das, was alle Erfinder tun, wenn sie mit einem Schnupfen im Bett liegen. Er beschäftigte sich mit seiner Erfindung. Die Pläne für das Flievertüt waren zwar schon seit 14 Tagen fix und fertig, aber es konnte nie schaden, wenn alles noch einmal überprüft wurde. Tobi war also mitten in dieser schwierigen Arbeit, als Tante Paula mit dem Tablett eintrat. So, Tobi, jetzt aber Zeit für deinen Kamillentee, nicht? Ih, schon wieder. Na, hör mal, Kamillentee, das ist die beste Medizin gegen den Schnupfen, sagt man so. Ja, aber ich mag ihn wirklich nicht, Tante Paula. Ich mag ihn auch nicht, guck mal, aber trotzdem trinke ich ihn, wenn ich Schnupfen habe. Da. Sag mal, was malst denn du da? Ich male nicht, ich erfinde. Aha. Und was erfindest du dann? Ein Flievertüt. Ein was? Ein was für ein Tüt? Ein Flievertüt. Und sowas gibt's? Ja, aber ich hab's doch erfunden. Hier, schau mal. Das sieht aber aus, entschuldige, das ist wie Flievertüt. Das sieht aus wie ein Ei, sieht das aus. Ja, das ist doch wegen dem Luftwiderstand. Und warum hat es so einen komischen Namen? Aber Tante, das ist doch ein technischer Name. Ach so. Ich hab ihn auch erfunden. Also schau mal. Flieh, ja? Weil es fliegen kann. Mhm, war, weil es wie eine Ente auf dem Wasser schwimmen kann. Und Tüt, weil es wie ein Auto auf der Straße fahren kann. Zusammen heißt es also Flievertüt. Und das ist also dann, das ist ja ein richtiger Hubschrauber für Luft, Wasser und Land. Ja. Aber weißt du, Tobi, von Technik, da verstehe ich nicht viel. Kartoffelpuffer und Frikadellen, die sind mir lieber. Aber guck mal hier, was sind denn das da? Hier, für bunte Knöpfe, wozu sind die? Hier, der rote Knopf ist der Gashebel. Ach so. Und der blaue hier, das ist für die Kupplung. Damit schaltet man auf Luft, Wasser oder Landantrieb. Luft, Wasser oder Land, das ist ja ganz toll. Du sag mal, du bist ein richtiger Erfinder. Du, Tante Paula, ich muss dich mal was ganz Wichtiges fragen. Ja, was denn? Es ist wegen des Treibstoffes. Naja, immer raus mit der Sprache. Was ist denn? Ja, weil ich doch kein Geld habe für Benzin und Dieselöl. Ja? Und da habe ich so einen Motor erfunden, dass er, naja, eben nur mit Himbeersaft läuft. Mit Himbeersaft? Ja, das ist ein bisschen ungewöhnlich, nicht? Findest du nicht? Ja, das schon, aber es geht doch nicht anders. Würdest du mir den Himbeersaft geben? Ich meine, wenn meine Erfindung fertig ist? Na ja, aber Tobi, nur unter einer Bedingung.
Und unter welcher Bedingung? Dass ich nicht mitfliegen muss. Ach, da brauchst du gar keine Sorgen zu haben. Ich aber vor. Du kannst sowieso nicht mitfliegen. Schau mal hier. Du passt nämlich gar nicht durch diese kleine Tür. Die ist doch viel zu klein. Das beruhigt mich aber so. Und jetzt würde ich vorschlagen, Tobi, du schläfst erst einmal, ja? Ist gut, Tante Paula. Morgen erkläre ich dir dann ganz genau, wie mein Fliegertüt fliegt. Also, einverstanden. Gute Nacht, Tobi. Okay, gute Nacht. Mit dem beruhigenden Gefühl, sein Tagewerk auch als schnupfenkranker Erfinder vollbracht zu haben, legte Tobi sich in die Kissen zurück und bald war er eingeschlafen. Die Stunden vergingen, Mitternacht rückte immer näher und mit ihr der Beginn der unglaublichsten Geschichte, die je in Tütermoor ihren Anfang nahm. Mitternacht. In Tütermoor schlief man. Doch da. Zuerst entfernt, dann langsam näher kommend, klangen merkwürdige Geräusche auf. Schritte. Eigentümliche Schritte. Plätteisenschritte. Ja, das war wohl der richtige Ausdruck dafür. Plätteisenschritte. Und da, wo die Schritte gingen, leuchteten unheimlich und gespenstisch zwei Lichter auf. Ein rotes und ein grünes. Dazu bewegte sich ein Schatten vorwärts. Jetzt hatte er Tante Paulas Haus erreicht. Für einen Augenblick sah es aus, als wolle er vor ihrem Schlafzimmerfenster stehen bleiben. Doch er wanderte klirrend weiter und dann stand er vor Tobis Fenster. Tobi hörte das Klopfen nicht. Der schlief. Ab und zu pustete er, weil der Schnupfen sein linkes Nasenloch verstopft hatte. Aber jetzt wurde Tobi wach. Noch wusste er nicht, war das Klopfen Traum oder Wirklichkeit. Da klirrte es zum dritten Mal an der Scheibe. Hallo? Hallo, ist da wer? Hallo, ist da wer? Ja, ein Roboter. Das war selbst dem mutigen Erfinder Tobi zu viel. Rot und grün blitzende Lichter. Ein Roboter, mitten in der Nacht. Dabei war er sicher, dass er nicht träumte. Hallo du, bist du wirklich ein Roboter? Ja, allerdings nur ein kleiner Roboter. Ehrenwort? Ehrenwort. Wolltest du denn zu mir? Ja, wenn du Tobi der Erfinder bist. Der bin ich. Fein, ich habe dich besucht, weil ich ein paar wichtige technische Dinge mit dir besprechen muss. Sie sind auch sehr wichtig für dich. Was Technisches? Warte, ich hole dir nur einen Stuhl, dann kannst du ins Zimmer klettern. Hoffentlich schaffe ich das. Im Klettern sind wir Roboter nämlich ziemliche Nieten. Mit einigem Gestöhn und Geklapper schafften sie es. Tobi schloss ganz schnell das Fenster und zog vorsichtshalber auch die Vorhänge wieder zu. Schließlich brauchte niemand zu merken, dass er Roboterbesuch hatte. 7 Minuten nach Mitternacht standen sie sich gegenüber und musterten sich gegenseitig. Der kleine Roboter hatte keine Ähnlichkeit mit irgendeinem Menschen. Trotzdem sah er nicht unheimlich aus. Im Gegenteil, er machte einen ausgesprochen sauberen und adretten Eindruck. Sein Kopf war beinahe viereckig. Und da, wo bei den meisten Leuten die Glatze anfängt, schaukelte bei ihm eine zierliche Antenne hin und her. An jeder Hand hatte er 3 Greiffinger. Während er das grüne Roboterauge zukniff, blinzelte er Tobi mit dem roten vergnügt zu. Ich heiße Tobi. Rob 344-66-3A. Roboter der dritten Robotklasse. Und ich heiße Tobias Findersen. Aber alle nennen mich Tobi. Ich bin Erfinder, dritte Volksschulklasse. Und du bist der erste Roboter, den ich in meinem Leben sehe. Wenn das die Tütermoorer wüssten. Die Tütermoorer wissen nichts. Sie schlafen allesamt. Nicht ein einziges Fenster war erleuchtet. Du bist auch der erste Erfinder, mit dem ich persönlich spreche. Wirklich? Ja. Du sagtest, du hättest wichtige Dinge mit mir zu besprechen. Wichtige technische Dinge, stimmt. Kann ich mich irgendwo hinsetzen? Komm zu mir auf die Bettkante. Lieber nicht. Ich bin nämlich immer ein wenig ölig. Dann nehmen wir eben den Stuhl. Oh. Bei dir hat's eben gequietscht. Es ist wieder dieses verflixte linke Kniegelenk. Muss schnell einen Tropfen Öl nachgießen. Quietschende Gelenke sind eine weit verbreitete Roboterkrankheit, musst du wissen. So, das reicht. Du schleppst wohl immer ein ganzes Werkzeuglager mit dir rum. Nur die Roboter-Standardausrüstung. Toll,
Dann habt ihr sicher auch Werkunterricht in eurer Robotschule. Natürlich. Ich erzähle dir gelegentlich davon. Zuerst müssen wir die wichtigsten Dinge besprechen. Dein Flibertüt steht draußen. Was? Meine Erfindung? Mein Flibertüt? Es steht fix und fertig auf der Wiese hinter dem Obstgarten. Nein. Doch, ich will dich nicht verkohlen. Tobi saß mit weichen Knien und wirbelnden Gedanken auf seinem Bett und starrte fassungslos seinen ungewöhnlichen Besucher an. Selbst ein Erfinder braucht schließlich geraume Zeit, um solche unglaublichen Neuigkeiten richtig zu begreifen. Als Robbie, der kleine Roboter, sah, in welcher Verwirrung sein Gastgeber sich befand, bekam er fast ein schlechtes Gewissen. Aber dann begann er mit seinem Bericht. Das war die tollste Geschichte, die Tobi je in seinem Leben gehört hatte. Ich bin in der dritten Roboterklasse. Und jedes Jahr müssen wir die große Roboterprüfung ablegen. Jede Prüfung besteht aus einem theoretischen und einem praktischen Teil. Das ist immer so, weißt du? Meinen praktischen Teil habe ich schon erledigt. Ich erhielt die Aufgabe, eine gute Erfindung nachzubauen. Ja, und da habe ich mir dein Flievertüt ausgesucht und es haargenau nach deinem Plan gebaut. Aber woher hattest du denn meinen Konstruktionsplan? Es war wohl nicht richtig, was ich getan habe. Ich habe ihn heimlich fotografiert. Bist du mir böse? Nein, ganz bestimmt nicht. Hast du deine Prüfung denn bestanden? Mit sehr gut sogar. Und mein Lehrer hat deine Erfindung sehr gelobt. Nur mit der theoretischen Prüfung hapert's noch. Es sind lauter knifflige Fragen, die ich nicht allein lösen kann. Kann ich dir dabei denn nicht helfen? Knifflige Fragen sind für einen Erfinder genau das Richtige. Ich nehme dein Angebot gern an. Wir dürfen uns ja einen menschlichen Freund suchen. Nur muss er auch aus der dritten Klasse sein. Und das bin ich. Wie sieht denn deine Aufgabe aus? Ich lese dir vor, was auf dem Aufgabenstreifen steht. Aufgabenstreifen? Ja, aus dem Computer. Also, aufgepasst. Aufgabe 1. Suche den gelb-schwarz geringelten Leuchtturm und frage, wie viele Treppenstufen er hat. Aufgabe 2. Wer steht am Nordpol und fängt mit Z an? Frage und schreibe seinen Namen auf. Aufgabe 3. Suche die dreieckige Burg mit den dreieckigen Türmen und ergründe ihr Geheimnis. Schreibe über alles einen Kurzbericht. Na, was sagst du dazu? Die sind aber ganz schön saftig. Und einen Kurzbericht soll ich über alles schreiben. Ist das nicht hinterhältig und ekelhaft? Ich denke mir, dass man mit solchen Aufgaben prüfen will, wie sich Roboter in der Welt zurechtfinden. In der Welt zurechtfindet? Ja, solche Aufgaben kann man ja nicht ausrechnen. Auch ein Erfinder nicht? Nein, da müssen wir reisen und fragen und suchen. Hast du wir gesagt? Gleich komme mit, wenn du willst. Natürlich will ich. Aber wie steht es mit deinen Ferien? Ich habe 4 Wochen Roboterurlaub. Und ich habe noch genau 25 Tage Sommerferien. Dann nehmen wir das Flievertüt und machen uns erst einmal auf die Suche nach dem gelb-schwarz geringelten Leuchtturm. Ist das Flievertüt denn startbereit? Ich brauche nur aufs Knöpfchen zu drücken. Wann wollen wir starten? Mein Vater sagt immer, man soll nichts verschieben. Also starten wir sofort. Aber was packen wir ein? Vor allem musst du dir warme Sachen mitnehmen. Am Nordpol soll es ziemlich kalt sein. Mach ich. Aber zuerst muss ich noch an Tante Paula einen Brief schreiben. Ich möchte nicht, dass sie sich große Sorgen macht. Sie ist wirklich eine prima Tante. Tobi riss eine leere Seite aus dem Rechenheft und schrieb mit einem dicken Rotstift: Liebe Tante Paula, bitte nicht böse sein, muss dringend verreisen. Mach dir man keine Sorgen, dein Tobi. Diesen sogenannten Brief klemmte er unter den Fuß der Nachttischlampe. Dann begann er sich anzuziehen und das Notwendigste aus dem Schrank zu holen. Robbie, der ihm dabei interessiert zusah, schob die weniger sperrigen Sachen wie Zeichenblock, Bunt und Bleistifte, Radiergummi und ein himmelblaues Notizbuch in die zahllosen Fächer, über die er in seinem eckigen Metallkörper verfügte.
Dann marschierten sie so leise wie möglich durch den Gang, vorbei an Tante Paulas Schlafzimmertür, hinaus in den dunklen Obstgarten. Tobi bibberte vor Aufregung und auch Robbys Antenne zitterte sichtlich beeindruckt. Als sie dann vor dem Flievertüt standen, verschlug es Tobi zuerst die Sprache. Dann jedoch stieß er einen solch lauten Freudenschrei aus, dass Robby vor Schreck fast einen Kurzschluss in sein Energiesystem bekam. Tobi wanderte zweimal andächtig um das mattrot schimmernde Riesenei herum und prüfte dabei mit den Augen des Erfinders jede Kleinigkeit. 10 Minuten später hatten sie das Gepäck verstaut und saßen nebeneinander in der engen Pilotenkanzel. Das hast du also wirklich ganz großartig hingekriegt, Robby. Ich habe nur das gebaut, was du erfunden hast. Wie läuft denn der Motor? Du wirst staunen, Tobi. Er läuft wie eine geölte Nähmaschine. Hast du auch genug Himbeersaft im Tank und Proviant? Barmherzige Elektrone. Essen und Trinken brauchen wir. Wir wissen ja nicht, wie lange wir auf Reisen sind. Ich könnte mir die Antenne raufen. Das habe ich total vergessen. Alles? Ja. Das kommt davon, weil wir Roboter nie etwas essen. Höchstens alle 3 Monate ein paar Löffel Maschinenöl. Vom Himbeersaft habe ich nur 3 armselige Flaschen auftreiben können. Was machen wir jetzt? Wir müssen zu Tante Paulas Keller. Dort steht eine Menge Himbeersaft. Und zu essen gibt's dort auch. Leise und vorsichtig kletterten Robby und Tobi wieder aus dem Flievertüt und stampften zu Tante Paulas Haus zurück. Während Tobi zum 2. Mal in dieser Nacht einen Brief für Tante Paula schrieb, in dem er sie bat, nicht böse zu sein, weil er den Himbeersaft und den Proviant jetzt schon brauchte, fischte Robby mit seinem Teleskoparm Stück um Stück durch das Kellerfenster. Zuletzt verfügten sie über 18 Flaschen oberprima Himbeersaft, Brot, Backobst, 3 trockene Brötchen, Margarine, 4 Stück Apfelkuchen, Salamiwurst, Harzer Stinkkäse und eine Dose Hering in Tomatentunke. Sie mussten 2-mal gehen, um alles im Flievertüt zu verstauen. Dann war es soweit. Achtung, Tobi, der Motor läuft. Bist du startklar? Herrlich, ich bin startklar. Angeschnallt? Angeschnallt. Dann Vollgas. Hurra! So, in der Luft. Oh ja, eigentlich ganz gut. Nur in meinem Bauch, da kitzelt's. Bei dir auch? Aber ich habe doch nur einen Eisenbauch. Bei mir zittert höchstens die Antenne. Du musst nicht dran denken. Dann vergeht es von allein. Ich merke schon, wie es weniger wird. Wohin fliegen wir jetzt? Den Reiseweg bestimmst du. Weil du ja auch besser fragen kannst. Ist gut, Robby. Dann schlage ich vor, dass wir unser Flievertüt zuerst mal auf der Straße ausprobieren. Danach machen wir uns auf die Suche nach dem gelb-schwarz geringelten Leuchtturm. Einverstanden! Ein paar Minuten später entdeckten Robbys scharfe Roboteraugen eine geeignete Straße, auf der weit und breit kein Auto zu sehen war. Achtung, wir landen! Rief er seinem Co-Piloten Tobi zu. Und dann setzte das Flievertüt butterweich auf. Während Tobi die Straßenscheinwerfer anstellte, schaltete Robby auf Landantrieb und gab langsam Gas. Sofort setzte sich das Flievertüt gehorsam in Bewegung. Vor der nächsten Kreuzung stoppte Robby das seltsame Gefährt und stellte den Motor ab. Alles hat ganz prima funktioniert. Ich hatte es nicht anders erwartet. Start, Flug, Landung und Straßenfahrt haben wir nun ausprobiert. Jetzt fehlt uns eigentlich nur noch die Schwimmprobe. Die machen wir, wenn es hell ist. Aber auch da wird es sicher keine Schwierigkeiten geben. Du bist wirklich ein ganz toller Erfinder. Und du bist ein ganz toller Pilot, Robby. Das wirst du auch bald sein. Morgen bringe ich dir das Fliegen bei. Sieh nur, davon kommt ein Auto. Hui, der hat einen ganz schönen Zahn drauf. Und fährt mitten auf der Straße. Ein Glück, dass unser Flievertüt so klein ist. Jetzt bremst er. Ob er was von uns will? Der Straßenkreuzer hielt mit kreischenden Bremsen neben dem Flievertüt und ausstieg der Apfelsinen-Großhändler Karl Eduard Fruchtpelle, ein spindeldürres Männchen mit einer mächtigen Hornbrille auf der Nase. Er ging mit heftigen Trippelschritten auf das Flievertüt zu und brüllte dabei mit dünnem Stimmchen: Hey, sieh da!
mit Ihrem Chausseefloh. Können Sie nicht abblenden? Ich werde Sie anzeigen. Robby und Tobby waren sich sofort einig. Blitzschnell nacheinander bedienten sie den gelben, den roten und den blauen Hebel und das Flievertüt erhob sich in die Luft. Dabei steuerte Robby so haarscharf über Fruchtpelles Kopf hinweg, dass sie ihm den Hut vom Kopf säbelten. Das war dem kleinen Apfelsinen-Großhändler zu viel. Mit einem Schrei des Entsetzens raste er zu seinem Auto zurück, warf sich angstschlotternd auf den Sitz und gab so heftig Gas, dass es ringsum nach verbranntem Gummi stank. Für ihn gab es keinen Zweifel darüber, dass er soeben Zeuge eines ganz wilden Spuks geworden war. Bald hatte das Flievertüt Höhe erreicht. Robby war ausgelassen und rollte vergnügt mit seinen Roboteraugen. Dabei ließ er das Flievertüt verwegene Bocksprünge machen und wäre um ein Haar dabei mit einem Storch zusammengestoßen, der sich auf einem hohen Fabrikschornstein ein Nest gebaut hatte. Freund Adebar schimpfte gar mächtig auf den lauten, fremden Vogel. Sie waren schon ein ganzes Stück weiter geflogen, als Tobby meinte, man hätte doch den Storch nach dem schwarz-gelb geringelten Leuchtturm fragen können. Sofort machte Robby kehrt und flog das Flievertüt ganz dicht an das Nest heran und Tobby fragte den Storch, ob ihm auf seinen Reisen zufällig ein schwarz-gelb geringelter Leuchtturm begegnet sei. Einige Sekunden lang klapperte der Storch nachdenklich mit seinem langen Schnabel. Dann schüttelte er ihn und meinte, dass er schon einer Menge Leuchttürme begegnet sei, aber an einen schwarz-gelb geringelten könne er sich leider nicht erinnern. Tobby rief: Dankeschön, Herr Storch! Und Robby ging wieder auf den alten Kurs. Robby, guck mal, da hinten wird schon hell. Was ist denn? Ich ärgere mich über den Storch. Aber ein Storch kann doch nicht jeden Leuchtturm kennen. Wir werden ihn schon finden. Du hast gesagt, leichte Türme gibt's nur dort, wo große Schiffe fahren. Ja. Und wie kommen wir dorthin? Vielleicht fliegen wir in eine ganz falsche Richtung. Ich muss wohl noch mal ganz ordentlich nachdenken. Tobby lehnte sich in seinem Co-Pilotensitz zurück, schloss die Augen und begann nachzudenken. Robby dagegen nahm das Steuer des Flievertüt ganz fest in seine stählernen Greifhände, sodass es auch nicht einen halben Zentimeter in der Luft schwankte. Er wusste, einen Erfinder darf nichts beim Nachdenken stören. Endlich öffnete Tobby die Augen wieder. Ich hab's, Robby. Ich bin gespannt. Wir müssen sofort einen Bach oder einen kleinen Fluss suchen. Warum? Das ist ganz einfach. Das Wasser fließt immer bergab. Alle Bäche fließen in einen kleinen Fluss. Alle kleinen Flüsse fließen in einen großen Fluss. Und alle großen Flüsse fließen an der Küste ins Meer. Und dort finden wir auch ganz bestimmt den schwarz-gelb geringelten Leuchtturm. Auf so eine Idee wäre ich nie gekommen. Dafür kannst du aber sehr gut rechnen. Bald entdeckten die beiden unter sich tatsächlich das schwarz glitzernde Band eines Stroms. Von da an flogen sie nur noch flussabwärts. Stunde um Stunde verging und Tobby wurde immer müder. Als sie nach langer Zeit den ersten Dampfer unter sich ausmachten, konnte Tobby kaum noch die Augen offen halten. Bereits beim zweiten Dampfer schlief er tief und fest. Wenig später setzte der kleine Roboter das Flievertüt an der Ostseite einer winzigen Insel auf der Wasseroberfläche auf. Es wippte hoch und wippte nieder, wie eine Ente auf den Wellen eines Schiffes. Und Robby war sehr zufrieden, dass nicht ein einziger Wassertropfen in das Innere der Kabine drang. Damit hatte das Flievertüt auch seine Wasserprobe bestanden. Als Tobby aufwachte, lagen einige Stunden Schlaf hinter ihm. Die Sonne stand schon hoch am Himmel und Robby umrundete gerade den dritten Leuchtturm. Was ist denn? Es ist ja... Robby, warum hast du mich denn nicht früher geweckt? Weil man nur gut ausgeschlafen auch gut nachdenken kann. Das hast du selbst mal gesagt. Das stimmt schon. Trotzdem hättest du mich früher wecken können. Da ist ja ein Leuchtturm. Es ist schon der dritte. Aber keiner war schwarz-gelb. Ich werde mal höher gehen, damit wir weiter sehen können. Wenn das meine Tante Paula wüsste, dass ich jetzt so hoch durch die Luft fliege und so weit weg bin von Tütermoor, ob sie sich große Sorgen macht? Ach,
aber du hast ihr ja zwei Briefe geschrieben. Ravi, ein Leuchtturm! Wo? Dort! Das ist kein Leuchtturm, das ist ein Radarturm. Und das, was sich dort um sich selbst dreht, ist eine Radarantenne. Sind da auch Menschen? Natürlich. Sie sitzen in der Glaskanzel und gucken ununterbrochen auf den Kontrollschirm. Mit Radar kann man doch auch den Himmel beobachten, stimmt's? Und das Meer. Ein Schiff zum Beispiel ist auf dem Kontrollschiff ein langsam wandernder Punkt. Und ein Flugzeug ist ein sich schnell bewegender Punkt. Und ein Klimatyp? Wenn Sie uns wirklich orten, sind wir höchstens ein winziges Pünktchen. Können wir da nicht mal hinfliegen, Robby? Ich würde gerne einmal vom Flüvertüt aus in die Glaskanzel hineinsehen. Mache ich. Robby flog einen weiten Bogen und nahm direkten Kurs auf den Radarturm. Die beiden Flieger ahnten nicht, in welch gefährliches Abenteuer sie sich mit diesem Besuch stürzten. Hey, Charlie, guck mal nach Nordost. Ja. Also, das sieht da aus wie ein Hubschrauber. Stimmt. Aussehen tut es so. Aber heiliger Strohsack, der nimmt ja geradewegs Kurs auf uns. Ja, das ist doch ein Hubschrauber. Der seltsamste, den ich je gesehen habe. Sieht aus wie ein fliegendes Ei. Bin ich besser die Zentrale verständigen, Charlie? Nee, warte mal. Vielleicht fliegen sie vorbei. Soviel ich sehen kann, hat das Ei nicht mal Kennzeichen. Tatsächlich. Sie gehen mit der Geschwindigkeit runter. Das sieht direkt nach einem Besuch aus. Wenn der so weiterfliegt, dann sitzt er bald hier drin. Nein, der will uns umkreisen. Mensch, das ist ja ein Roboter. Los, ruf die Zentrale. Was sagst du da? Ein Roboter? Gar kein Zweifel, da siehst du es. Und da noch einer. Die kommen bestimmt von einem anderen Planeten. Hallo Zentrale. Hier spricht Radarturm Richard Tony 3. Bitte kommen. Hier Zentrale. Richard Tony 3, bitte kommen. Wichtige Meldung. Kleiner, unbekannter Flugapparat umkreist Richard Tony 3. Wir scheinen falsch verstanden zu haben. Bitte Richard Tony 3, Meldung wiederholen. Richard Tony 3 wiederholt. Kleiner, unbekannter Flugapparat umkreist Richard Tony 3. Der Flugapparat ist mit mindestens einem Roboter bemannt. Wir befürchten, dass es sich um Lebewesen von einem anderen Planeten handelt. Bitte kommen. Zentrale an Radarturm, Sie sehen Gespenster, Richard Tony 3. Oder sollte der Roboter vom anderen Stern nur ein Scherz sein? Glauben uns nicht, Charlie. Die halten die Meldung für einen Scherz. Warte, ich übernehme. Hallo, Zentrale. Richard Tony 3 bestätigt Meldung. Es handelt sich um keinen Scherz. Zentrale erbittet genaue Angaben. Bitte kommen. Der geheimnisvolle Flugkörper hat Eiform und ist als Flugzeugtyp unbekannt. Er wird durch eine Luftschraube angetrieben. Keine Hoheitszeichen erkennbar. Am Steuer sitzt ein Roboter. Neben ihm ein kleiner Blonder. Weitere Einzelheiten sind im Augenblick nicht auszumachen. Wie sollen wir uns verhalten? Bitte kommen. Hier Zentrale. Haben verstanden. Alarm ist bereits ausgelöst. Wir werden Verfolgung aufnehmen und unbekannten Flugkörper zur Landung zwingen. Ende. Richard Tony 3 hat verstanden. Ende. Was ist los, Robby? Warum machst du so eine Kurve und gibst Gas? Das sieht ja aus, als würden wir ausreißen. Wir reißen ja auch aus, Robby. Wir sind sofort in der Saft nach, bis der Tank voll ist. Wir müssen jetzt Höchstgeschwindigkeit fliegen. Und warum? Ich habe Ihren Sprechfunk eben mitgehört. Sie haben Alarm gegeben. Alarm? Wegen uns? Ja, Sie meinen, dass wir und das Flievertüt von einem anderen Planeten kommen. Wir sind für Sie ein unbekannter Flugapparat. Und was bedeutet das, dass Sie Alarm gegeben haben? Sie schicken Flugzeuge, die uns zur Landung zwingen sollen. Oh je, das gäbe bestimmt viel Ärger. Hätten wir nur einen großen Bogen um den Radarturm geflogen. Hoffentlich erwischen Sie uns nicht. Diese modernen Düsenflugzeuge fliegen unheimlich schnell. 10-mal so schnell wie wir. Aber wir sind wendiger. Und wir können auch auf der Stelle stehen. Was ist los, Robby? Hörst du was? Richard, Tony, Kai. Hat uns auf dem Schirm. Sie geben unsere Position gerade an die Flugzeuge durch. Wie ist denn Richard Tony 3? Der Radarturm. Ich glaube, das waren sie eben. Soll ich dir was sagen, Robby? Wenn ich jetzt ehrlich nachdenke, wäre ich jetzt viel lieber ein Tütermoor. Wir müssen uns ein Versteck suchen, bevor sie wieder zurückkommen. Schade, dass es hier keine Berge gibt. Die würden uns sicher auch nichts helfen. Doch, da
dann könnten wir uns in einer tiefen Schlucht verstecken. Sie kommen schon wieder! Das ist gemein, so dicht über uns hinwegzufliegen. Wir haben ihnen doch gar nichts getan. Sie halten uns eben für Leute von einem anderen Planeten. Ich weiß was, Robby. Wir suchen uns eine einsame Straße und stellen uns unter einen Baum. Und dann kommt die Polizei mit schnellen Autos. Und vorbei ist es mit der Suche nach dem schwarz-gelben geringelten Leuchtturm. Oh, ich sehe was. Dort. Das ist Schiff. Und das feste Versteck. In allerletzter Minute gelang es dem kleinen Roboter, das Flievertüt mitten im dichtesten Schilf aufzusetzen. Noch zwei-, dreimal hörten die beiden das Dröhnen der suchenden Düsenjäger, dann herrschte Stille. Nur das Flöten der Rohrdommeln und das rufende Gack-Gack einer Entenmutter, das war noch zu vernehmen. Nachdem sich bei Tobi Angst und Schrecken gelegt hatten, begann er erst einmal ausgiebig zu essen. Ein paar Stück Backobst, zwei Stück Apfelkuchen, ein Stück Harzer Käse und zum Abschluss noch einen Happen von der Salami. Robby, der ihm dabei zusah, schlug sich klirrend auf den Bauch und rollte mit dem grünen Auge. Bin ich froh, dass ich ein Roboter bin und nicht essen muss? Warum? Essen ist doch so schön. Und dir wird nicht schlecht? Warum soll mir denn schlecht werden, Robby? Von so vielen verschiedenen Sachen, die du da isst. Mir wird vom Essen nie schlecht. Ich könnte einen ganzen Eimer Pudding auf einmal essen. Einen ganzen Eimer? 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 Naja, einen halben Eimer aber bestimmt. Es gibt ja auch kleine Eimer. Wie lange wollen wir uns hier denn noch verstecken? Noch eine Weile. Wir müssen ganz sicher sein, dass sie die Suche nach uns aufgegeben haben. Nach zwei Stunden brachen Robby, Tobi und das Flievertüt auf. Zunächst steuerten sie per Wasserantrieb durch den riesigen Schilfwald, bis sie freies Wasser erreichten. Am späten Nachmittag waren sie bereits über dem Meer, ohne dass man sie auch nur ein einziges Mal belästigt hätte. Dabei passierten sie nicht weniger als vier hohe und schlanke Leuchttürme. Doch keiner von ihnen war der Gesuchte. Robby wackelte ein und andermal ärgerlich mit seiner Antenne. Langsam begann er daran zu zweifeln, dass die Aufgabe 1 seiner Roboterprüfung überhaupt zu lösen war. Dazu kam, dass ihm das viele Wasser, das er unter sich sah, alles andere war als angenehm. Roboter konnten schließlich nicht schwimmen. Plötzlich zeigte Tobi nach unten und Robby entdeckte einen mächtigen Überseedampfer, der einen weißen, schnurgeraden Schaumstreifen hinter sich herzog. Was nützt uns ein Schiff, wenn wir einen Leuchtturm suchen? Das ist ein riesengroßer Frachtdampfer. Ein Leuchtturm wäre mir lieber, Tobi. Könntest du mit dem Flievertüt auch auf einem kleinen Platz landen? Natürlich, ich kann überall landen. Auch wenn sich der Landeplatz bewegt? Auch wenn sich der Landeplatz bewegt. Das ist gut. Und warum ist das gut? Weil du dann auch auf dem Dampfer dort unten landen könntest, oder? Ich könnte schon, aber warum sollte ich? Hast du schon den Ärger mit Richard und Toni 3 vergessen? Wenn wir gelandet sind, steigen wir auf und sagen, dass wir nur gekommen sind, wenn wir uns nach einem Leuchtturm erkundigen wollen. Ein Schiffskapitän muss doch alle Leuchttürme kennen. Meinst du nicht auch? Du hast recht. Dann wollen wir mal. Robby zog eine elegante Schleife und steuerte dann im steilen Direktflug den Frachter an. 3 Minuten später setzte er das Flievertüt auf Luke 1 nieder, wo es sich wie ein Riesenbrummer ausmachte. Fast gleichzeitig mit dem Aufsetzen begann an Bord ein wildes Rufen und Rennen. Eine Sirene heulte und auf der Kommandobrücke brüllte jemand in ein Megafon. Als Robby und Tobi aus dem Flievertüt kletterten, standen sie einer Versammlung teils neugieriger, teils finster dreinblickender Matrosen gegenüber, die von einem wahren Goliath von Bootsmann angeführt wurden. Tobi stellte sich als der Erfinder Tobias Findeisen aus der 3. Volksschulklasse vor und seinen Freund Robby als Roboter aus der 3. Robotklasse. Und dann beteuerte er, dass sie sich nur nach einem bestimmten Leuchtturm erkundigen wollten. Nun ja, der Bootsmann höchstpersönlich brachte sie nach vorn zum Kapitän, der sich zuerst einmal haarklein alle ihre bisherigen Abenteuer erzählen ließ. Als Gegenleistung holte er dann ein dickes Buch, das sich Leuchtfeuerverzeichnis nannte und in dem alle Leuchttürme verzeichnet waren, die es auf der ganzen Welt gab. Bald hatten sie ihn gefunden. 5 gelbe, 5 schwarze Ringe stand in dem Buch. Und dazu noch die Höhe, wie er blinkte und wo er zu finden war.
Während Tobi einen Freudensprung machte, wedelte Robby mit seiner Antenne. 10 Minuten später hob das Flievertüt bereits wieder vom Deck des Frachters ab und nahm Kurs auf den schwarz-gelb geringelten Leuchtturm. Den einzigen auf der Welt, der mitten im Meer stand. Warum machst du denn ein so bekümmertes Gesicht, Tobi? Es ist doch alles gut gegangen. Weißt du noch genau, was auf deinem Aufgabenstreifen Nummer 1 stand? Natürlich weiß ich das. Roboter vergessen nie was. Aufgabe Nummer 1. Suche gelb-schwarz geringelten Leuchtturm und frage, wie viele Treppenstufen er hat. Und wenn nun niemand da ist, den wir fragen können, was machen wir dann? Dann zählen wir eben selbst, obwohl mir das Treppensteigen so schwer fällt. Und wenn es nun überhaupt gar keine Treppen gibt? Oder wenn man sie nicht zählen kann? Dann wäre die ganze Aufgabe falsch. Und das gibt es bei Robotern eigentlich nicht. Ach, ich bin schon wieder müde. Dann schlaf. Ich halte den Kurs. Der glückliche Matthias, wie er sich selbst nannte, war ein kräftiger, mittelgroßer Mann mit schneeweißem Seemannsbart und sonnenverbranntem Gesicht. Ebenso weiß wie der Bart waren auch die wenigen Haare, die eine glänzende Glatze einrahmten. Um seine meerwasserblauen Augen hatte der glückliche Matthias unzählige kleine Lachfältchen. Und das, obwohl er seit Urzeiten mit sich allein war und niemanden zum Mitlachen hatte. An diesem wunderschönen frühen Morgen stand er am Geländer der Turmgalerie des gelb-schwarz geringelten Leuchtturms und suchte den Horizont mit dem Fernglas ab. Das tat er an jedem zeitigen Morgen seit 35 Jahren. Doch heute stutzte er bei seinem morgendlichen Rundblick. Dann schüttelte er das Fernglas, setzte es erneut an die Augen und rief: Putz, Klippfisch und Kabeljau! Was segelt denn da für Möbel ein durch die Luft? Je, 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 Matthias, du kriegst ja Besuch. Na, dann zieh mal gleich deine Leuchtturmwärter Sonntagsjacke an. 4 Minuten später erreichten Robby, Tobby und das Flievertüt den Leuchtturm. Obwohl sie noch niemanden zu Gesicht bekommen hatten, waren sie überglücklich. Immer mal kennenlernen und einen Erfinder auch. Und ihr seid die ersten Besucher seit 18 Jahren. Seit 18 Jahren hatten Sie keinen Besuch mehr? Genau, seit 18 Jahren.
Und in den letzten 35 Jahren habe ich den Turm nicht für einen einzelnen Tag verlassen. Da freut's mich doppelt, dass ihr mich besuchen kommt. Aber wer hat euch denn auf diesen Gedanken gebracht? Es hängt mit der Roboterprüfung zusammen. Aha. Seine Prüfung besteht aus drei Teilen. Zuerst sollten wir den gelb-schwarz geringelten Leuchtturm suchen und erkunden, wie viele Stufen er hat. Na, die anderen Aufgaben? Aufgabe 2 lautet, wer steht am Nordpol und fängt mit Z an? Und Aufgabe 3, suche die dreieckige Burg mit den dreieckigen Türmen und ergründe ihr Geheimnis. Putzflunderzahn. Das sind aber gepfefferte Aufgaben. So ist es. Dann schlage ich vor, dass er bei mir einen Tag Ruhepause einlegt und erst morgen früh zum Nordpol aufbrecht. Einverstanden? Einverstanden. Der glückliche Matthias verfügte über einen schier unerschöpflichen Vorrat von Schnurren und Geschichten und Tobi hörte mit rotglühenden Wangen zu. Selbst Robbys Antenne bebte bei manchen Geschichten vor Aufregung. So vergingen der Tag und die folgende Nacht wie im Fluge und alle drei waren ehrlich bekümmert, als es ans Abschiednehmen ging. Aber jetzt platzte die Bombe. Robby bemühte sich vergebens, das Fiebertüt wieder in Gang zu bringen, bis er es merkte. Der letzte Rest Himbeersaft war verbraucht. Verzweifelt hockten sie in der runden Stube des Leuchtturmwärters. Ach, zu dumm. Das ist meine Schuld. Ich hätte es sehen müssen, dass es die letzte Flasche war. Warum habe ich auch keinen Himbeersaft im Turm? Ich habe es. Lebertran? Was ist denn mit Lebertran? Ersatztreibstoff. Wir nehmen Lebertran. Und wo nehmen wir den her, Robby? Von Herrn Matthias. Da müsst es noch ein paar Löffel. Ich nehme schon lange keinen Lebertran mehr. Schade. Aber wisst ihr was? Am Nordpol bei den Eskimos. Dort gibt's Lebertran tonnenweise. Dazu müssen wir aber erst einmal hinkommen. Moment mal. Sagtet ihr nicht, dass euer Fliebertüt auch gut schwimmt? Mhm. Na ja, dann brauchen wir ja nur noch einen Schlepper, der euch zum Nordpol hinzieht. Und der Matthias, der hat sogar einen Schlepper für euch. Den schnellen Fridolin. Guckt nur, der Fridolin schafft es. Der ist der schnellste Delfin, den ich kenne. Und der ist mein Freund. Und dann ergriff der Matthias eine Schöpfkelle und schlug dreimal gegen die Turmwand. Naja, der Rest ist jetzt schnell erzählt. Fridolin war tatsächlich bereit, die Freunde seines Freundes samt Fliebertüt zum Nordpol zu ziehen, wo nicht nur Lebertran in Fässern auf sie wartete, sondern auch die Lösung auf die Prüfungsfrage Nummer 2.